Und Erwin Angerer ist Wirtschaftssprecher der FPÖ, ist am Wort. Geschätzte Damen und Herren, ja, das Thema Lehrlingsausbildung, Blumenbonus, mein Antrag, Frau Kollegin Graf, liegt im Wirtschaftsausschuss, ist richtig und ich habe ihn schon mehrfach eingebracht. Aber es wird uns ja nichts daran hindern, heute diesen sinnvollen Antrag zuzustimmen. Dann hätten wir es erledigt, dann hätten wir sehr viel für die Lehrlinge getan. Weil der Blumenbonus nämlich nicht so wie die Prämie, die Sie heute Betrieben geben, mit 2.000 oder 3.000 Euro eine Einmalzahlung ist, sondern eben eine Zahlung über die gesamte Lehrzeit. Das heißt, dass der Lehrling oder der Betrieb über die gesamte Lehrzeit unterstützt wird. Und das geht in einer Größenordnung. Der Vorschlag ist eben im ersten Jahr 400 Euro pro Monat, das ergibt 5.600 Euro im Jahr. Im zweiten Jahr 200 Euro pro Monat, gibt 2.800 Euro im Jahr. Und im dritten Jahr 100 Euro pro Monat, das wären 1.400 Euro im Jahr. Wir wissen, und das ist auch schade, dass der Arbeitsminister jetzt nicht bei uns ist oder nicht mehr bei uns ist und sich hier keine Zeit mehr für die Lehrlinge nimmt, dass es einen Lehrstellenmangel gibt, dass es viele junge Leute gibt, die Arbeit suchen. Und ich glaube, es wäre wichtig, in der jetzigen Zeit in die Jugend und in die Bildung der Jugend und vor allem in die Ausbildung der Jugend zu investieren. Das sind die Fachkräfte der Zukunft und deshalb hoffe ich, dass Sie diesen Antrag unterstützen. Dankeschön.